Und damit willkommen zurück zu einem weiteren Guide auf meinem Kanal. Wieder geht es um den Mitternachtskönig, also die dritte Teilerweiterung von diesem Naios nach Secrets of the Obscure. Und zwar speziell den Erfolg, was vorher war. Dies ist ein Erfolg im inneren Naios, Zitadelle von Zakiros. Und wir sollen nach Relikten suchen. Das Ganze gibt 5 Erfolgspunkte, wir kriegen den Titel der Ehrenwerte und bekommen ein Relikt von Mosin. Okay. Wir werden hier wieder alle Ziele nacheinander abarbeiten. Ich schaue mal, wie ich das Ganze zusammenschneide. Und los geht's. Gestartet wird das Ganze mit dem ersten Punkt. Sprecht im Vorstoß Biwak mit Tekla der Ehrenwerten. Als Erinnerung nochmal, Vorstoß Biwak ist bei der zweiten Karte, also der mittleren sozusagen, hier die Wegmarke. Und wenn wir da ein bisschen zur Seite gehen, hier beim Feuer sehen wir Tekla die Ehrenwerte. Ah, Jungspund, ich habe von euren Taten in Niedra vernommen. Da ihr so tüchtig seid, würde ich euch gerne um etwas bitten. Was braucht ihr denn? Ah, Jungspund, könntet ihr einen winzigen Moment für mich erübrigen? Naja, nicht ganz so witzig, wenn man bedenkt, wie vergänglich eure Existenz ist. Wir dürfen nicht die Zukunft gestalten, ohne die Umrisse der Vergangenheit in Betracht zu ziehen. Aus dieser Überlegung heraus bitte ich euch um Hilfe. Einige wenige von uns erinnern sich noch an die Zeit, bevor Eparchs Missetaten unsere Kultur so nachhaltig verändert haben. Aber unser Licht flackert immer schwächer und unsere Erinnerungen ebenso. Deshalb bitte ich euch, werdet ihr diese Überreste eines vergangenen Zeitalters aufstöbern? Manche erscheinen euch vielleicht trivial, andere nahezu unergründlich. Aber was ist denn wertvoller? Ein Hort von Reichtümern oder eine Kleinigkeit aus der Vergangenheit, die uns hilft, eine hellere Zukunft zu bereiten? Okay, damit haben wir jetzt die ganze Liste freigeschaltet und wir werden uns nacheinander diese Punkte abarbeiten lassen. Als erstes sollen wir die letzte Tafel östlich von Schatten der Trau vorbei an der Treppe, wo Träume ihren Aufstieg beginnen, unter knochigen, purpurroten Wurzeln. So, das ist gerade bei dieser Karte, der östlichen. Hier ist Schatten der Trauer, hier ist dieser aufsteigende Traum, das heißt, hier sind die ganzen Wurzeln. Irgendwo hier muss man jetzt was starten. Und jetzt ist, das wurde gar nicht so kommuniziert in dem Achievement, aber wir haben hier einen Special Action Key bekommen, nämlich Reliktsuche. Der kam bei mir nicht sofort, also ich musste mich nochmal aus- und einloggen, beziehungsweise nochmal mit Tekla reden und dann hatte ich den. Das heißt, wenn ihr in der Nähe irgendwo diesen seht, heißt das, ah, ihr seid an einem Punkt, wo man etwas finden kann. So, machen wir es mal. Und wir sehen, wir gehen in die Richtung, da ist ein Wurzeln, das passt. Und, check mal ab, wir haben das auf der Himmelsschuppe wie auch daneben. Und wir haben es, ah, guck an. Ah gut, okay. Aber wir haben gleichzeitig Feinde, also man sollte ein kleines bisschen Kampfkraft mitbringen. So, hier noch einer. Echt interessant, dass dieser Erfolg nur 5 Erfolgspunkte gibt, während andere total einfach sind und deutlich, ja, auch 5 oder mehr geben. So, Tafel, damit haben wir den Punkt abgeschlossen. Nochmal als Hinweis, bei mir war das, ich weiß nicht, wo es bei euch ist, wahrscheinlich nördlicher Extraktor, nördlich davon, östlich von aufsteigender Traum, hier bei den Wurzeln. Schaltet die Reliktsuche an, dann werdet ihr es schon finden. So, als nächsten Punkt sollt ihr launhafter Schneidestein zwischen Extraktoren, wo blutende Einöde in den grauen Himmel übergeht. So, wir haben hier den nördlichen Extraktor, hier haben wir den südlichen Extraktor, das heißt hier irgendwo muss das starten. Ich bin jetzt hierhin geflogen. Sozusagen bei denen relativ östlich davon, wo es hier wirklich schon langsam übergeht und habe das erste Mal diese Reliktsuche jetzt gesehen. Wir gucken mal, wohin es geht. Okay, dahin. Ah, okay. War sogar sehr nah. Blöd, bei mir ist es genau hier zu finden. Wie schon erwähnt, ich vermute stark, dass es bei allen leicht unterschiedlich liegt. So ist mein erster Guess, aber ich denke mal, ungefähr hier, wenn ihr dazwischen geht und irgendwo diesen Relikt-Button seht, wisst ihr zumindest, ihr seid in der Nähe. Als nächsten Punkt haben wir Traumessenz, hoch über den Becken von Schatten der Trauer.
Über dem Becken wahrscheinlich. Egal. Schatten der Trauer ist auch bei der östlichen Karte ganz im Norden. Das ist dieses Becken hier. Und bei mir ist das am östlichen Rand, hat das erste Mal dieser Reliktsucher ausgeschlagen. Das heißt also hier nördlich, also hier ungefähr vor diesem, nordöstlich von diesem schrägen Baum. So, wir gucken mal, wo es zu finden ist. Okay, die Richtung. Und es ist gleich hier. Na, das ist doch super. Alles. Und siehe da, wir können uns die Traumessenz holen und haben damit den Punkt auch abgeschlossen. Da hier noch jemand anderes ist, könnte es sogar sein, dass wir es doppelt haben. Lustig, lustig. So, der nächste Punkt. Da steht hier verfluchter Stoff. Hoch auf den Felsen des zentralen Distrikts mit direktem Blick nach unten aufs Vorstoßbiwak. Ich bin mal hier rumgeflogen. Das Vorstoßbiwak, zur Erinnerung, ist in der mittleren Karte hier die Wegmarke und ihr müsst ein bisschen höher fliegen. Das heißt bei mir, wenn ihr guckt, ich bin hier aufgestiegen an der Wand und bin auf diesem Felsen. Wir starten mal die Reliktsuche, wohin es genau geht. Noch höher. So, nochmal anschalten. Gut, da haben wir's. So, wir können es schon mitnehmen. Und ich hau ab. Also nochmal, das ist auf der Stelle nordwestlich vom Biwak zu finden. Und damit haben wir auch den vierten Sammelpunkt abgeschlossen. So, als nächsten Punkt haben wir den Hinweis. Imitierender Kelch am westlichen Rand über dem Gründerfurt der alten Siedlung. So, auch das ist auf der mittleren Karte zu finden. Da gibt es das Gründerfurt, das ist dieses. Oder Gründerfeste der alten Siedlung. Und bei mir ist das am Nordrand. Wenn ich hier also aufsteige, da kommt das erste Mal dieser Relikt-Button. So, guck mal. Okay, dann machen wir hier mal alle Platz. König wird seine treuesten Gefolgsleute belohnen. Das weiß doch jeder. Und nur angesichts der Versuchung lässt sich wahre Treue beweisen. Wenn Feinde in das Reich des Winterlandskönigs vordringen, dann kann er es nur so. Damit haben wir diesen Cache auch gekriegt und haben den fünften Punkt der Sammelei. So, als nächsten Hinweis haben wir Traumessenz im südlichen Grasland der alten Siedlung, nahe der Steine, die im Sternlicht baden. Übrigens finde ich interessant, dass wir Traumessenz haben. So, das Gebiet ist alte Siedlung, gerade wo wir waren. Etwas südlicher ist das isolierte Grasland. Hier können wir also den Button wieder starten lassen. Der Stelle und wir sehen, irgendwo dort ist es zu finden. Und da haben wir es auch schon. Keine Ahnung, da geht einer parallel. Wäre schon schön, wenn es auch nicht gekämpft würde. Naja. König Hipparch wird immer triumphieren. Nein, genau. Seid ihr nicht gewachsen? So. Wir kommen wieder. Damit haben wir das erledigt. So, als nächsten Hinweis haben wir unhaltbares Glas südlich von Nietras Kolosseum, wo sich Äste nach Westen Richtung Zakiros strecken. Bedeutet also, ihr seid hier, Kolosseum geht südlich, also Kolosseum ist hier auf der mittleren Karte, geht südlich bei mir, ist ungefähr hier das erste Mal der Button erschienen. Ich gehe drauf. Siehe da, hier ist es schon. Halt an diesem kleinen Fels. Ist dann auffindbar. Gut. Und damit haben wir auch den. Als nächsten Punkt
gibt es hier fortrisische Urne, zentral in der Umgebung von Nietra mit Blick auf die Festung im Süden. So, zentral, Nietra, zentral ist hier an der Stelle und wir schauen auf die Festung im Süden. Das heißt also, wir waren ja vor uns hier, haben schon was, zwei entdeckt. Jetzt kann man sich das hier merken und etwas westlich davon gehen. Und bei mir ploppt da das erste Mal der Reliktsammelbutton auf. So, wo geht's hin? Hier hin. Also, demnach Wertungspunkt etwas südwestlich davon. Und wir haben auch den Punkt abgeschlossen. So, und als letzten Sammelpunkt gibt es hier Traumessenz. Im Nordosten der geschändeten Wiege, wo die Brücke des Abendrots sich einst nach Osten zum Schatten der Trauer streckte. Da sind wir auf der mittleren Karte. Ganz im Norden ist die geschändete Wiege, nordöstlich davon ist Abendrotmarsch. Und dort taucht knapp davor wieder der Reliktbutton auf. Und wir sehen, es führt uns genau zum Eingang. Nice. So, und wir haben den Punkt auch erledigt. Zum Schluss sollen wir für den allerletzten Punkt kehrt zu Tekla der Ehrenwerten im Vorstoßbiwak zurück. Gehen wir zu ihr hin. Wunschbund, Wegfinder, euer Beitrag für die Zukunft meines Volkes, aller Völker, wird eure und meine Lebenszeit weit überdauern. Hoffen wir, dass die Artefakte, die ihr auf den Wunsch dieser alten Kryptes hin beschafft habt, auch nur einen Bruchteil dessen bewirken können, was ihr vollbracht habt. So, und damit haben wir den Erfolg vollständig. Wir bekommen das Relikt, was wieder ein Teil einer gesamten Reliktsammelsammlung ist, mit mehreren, schauen wir mal, was wir da so finden können, und haben auch die 5 Erfolgspunkte und den Titel erhalten. Das wäre es gewesen, diese kleine Sammlung mit diesem Action Key. Wenn es bei euch nicht klappt, wie gesagt, ladet nochmal, sprecht nochmal mit Tekla, dann müsste eigentlich der Action Key kommen. Das wäre es gewesen, bis demnächst, euer Elanditwo. Tschüss.